Hi, ich bin Nefi. Hast du vielleicht kurz Zeit für ein kleines Interview zum Thema Natur? Ja. Was ist das allererste, was dir einfällt, wenn du das Wort Natur hörst? Realität. Ganz ehrlich? Irgendwie so eine Stadt ist fake. Naked am See. Häuser, Menschen, Essen, das ist alles halt, kommt ja alles aus der Natur. Hast deine Ruhe, gehst nackt schwimmen, beste. Natur ist für mich irgendwie um Ursprung und Realität und wie die Welt eigentlich aussehen sollte. Wenn du mit Olaf Scholz in der Natur spazieren gehen könntest, wohin würdest du mit ihm gehen? Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Vielleicht nach Sachsen-Anhalt, mit ihm in die Sahara gehen, wo ja jetzt auch schöne große Fabriken hingeballert werden. Und ihm sagen, schau mal, Geld kannst du halt nicht essen. So sieht Deutschland bald aus, wenn du dich nicht mal um unsere Welt kümmerst. Letzte Frage. Was verstehst du unter Naturkrise? Das, was sich gerade abspielt. Dass unsere Natur sich in einer Krise befindet. Ich habe Freunde, die leben in der Nähe vom Ahrtal. Dass wir handeln müssen. Da habe ich es natürlich hautnah miterlebt. Dass die Politik handeln muss. Wenn es nicht gebrannt hat, dann sind irgendwo Städte abgesoffen. Dass die Welt handeln muss. Es gibt ja nur noch Extreme. Sonst kommen wir echt in eine Bedrohung.